Vielleicht knabbert gerade ein Fisch an uns. Ah, ich will hier raus! Oh nee! Du warst voll das dicke Kind, niemals! Oha! It's a good night to live a little of the good life. Let's do something we can laugh about when we get. Ey, das ist aber schon unfair gewesen auch, ne? An deiner Stelle waren so viele mehr Nupsis als an meiner. Außerdem auch so viel längere Beine. Ja, das stimmt. Was ist das? Was bist du? Hä? Oha! Oha, ein Schatz! Hä, hey, seit wann lag das da? Die ganze Zeit schon? Das haben die da einfach hingelegt, als sie nicht geguckt haben. Ja, als wir da oben in der Luft hangen und dachten, wir sterben. Und ich einen Käse am Arsch hatte. Im Malmö! Hallo, jetzt chill doch mal deine Base! Wir gehen nach Malmö. Ich habe nicht mal gelesen. Ja, sorry, aber ich musste das jetzt einmal festhalten, dass ich Malmö gelesen habe. Ja, okay, lies vor. Okay. Im Norden liegt ein Königreich, das von Malmö nach Kiruna reicht. Eure Reise führt euch weiter und weiter über die Wolken, da fühlt ihr euch heiter. Oh mein Gott, wir gehen nach Schweden, Julia. Hä, wie cool. Ah! Ich freue mich richtig doll. Ich mach dich da halt fertig, ne? Das ist halt richtig Winter, das sage ich dir. Ich mach dich trotzdem fertig dann, ich oder? Mach dich fertig. So, lass zum Flughafen. Ab zum Flughafen. Daddy, if you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Alter. Oh mein Gott. Das weiß. Das ist so weiß. Oh, aua. Das war meine Zähne. Ey, crazy. Ey, wir sind einfach im Winter Wonderland. Wie schön. Ich verstehe gerade aber auch erst, dass wir hier ja draußen wahrscheinlich irgendwas machen müssen. Ich weiß ja nicht mal, also wir wissen ja nicht mal was. Ach du Scheiße. Da stimmt. Haben wir irgendwie gar nicht drüber nachgedacht die ganze Zeit. Wir waren einfach so, ja Mann, wir fliegen nach Schweden. Gelandet. Das war's schon. I said, are you serious? I've been next to you all night. I still don't know what you're about. Gott, ist das schön, Julia. Scheiße, ist das kalt, Junge. Ey, diese Handschuhe sind auch einfach viel zu dünn jetzt schon. Es ist so kalt. Julia, minus 40 Grad könnte es hier werden. Und du so mit diesen kleinen Mistdingern. Ich glaub's nicht. Hi, welcome to Luleå. Hello. I'll bring you to your hotel. Ich komme hier nicht rein. Komm mal zu mir. Warum? Mir ist kalt. Ich will kuscheln. Also, so genau will ich jetzt auch nicht kuscheln. Sag mal, dir kann es auch nicht recht Spaß machen. Doch, ja. Yeah. Why you calling at 11:30 when you only wanna do me dirty? Ey, hier ist halt auch wirklich nichts außer Wald und Meter hoher Schnee. Luleå heißt der Ort hier, oder? Luleå? 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 Lulo? Luleå? Luleå? Nein, guck Luleå. Mal. Luleå. Es ist nicht Luleå. What is this place called? Luleå. 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 Thank you. Leute, ich muss echt sagen, ich habe richtig Schiss vor dieser Challenge, weil wir wissen ja immer nicht, was wir machen müssen. Wir sind gerade nach Luleå in Schweden geflogen. Genau. Das wissen wir. Und hier liegt Schnee und wir werden ganz sicher irgendwas draußen machen, weil wir sollten uns ganz dick anziehen. Gibt es hier irgendwas, wofür Luleå bekannt ist? Also ich habe gegoogelt, bevor wir losgeflogen sind, und hier gibt es auf jeden Fall viele Seen. Oh nee. Also wir sind ja am Meer, wir sind an der Ostsee. Aber ich schätze, dass das alles Eis. Ich glaube, wir können nicht baden gehen. Das hoffe ich. Ich bin auf dem Weg, keine Zeit zu verlieren. Piccadilly Jeans in Hell. Da ist so ein riesiger Kran. Alles, was ich sehe, finde ich gerade gruselig. Ich habe wirklich vor allem Angst. Vor jedem Stab, vor jedem Hallo. Julia. Something is blocking the road. Julia, da ist irgendwas. Oh nein, oder? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ich wollte doch schnell ins Hotel. Komm, wir gucken jetzt einfach mal. Schau mal. Oh, was ist das denn? Oh nee. Hä, hey, wir haben einen Schatz gefunden. Hä, hey, wie cool. Komm, wir gucken mal da rein. Komm, wir öffnen zusammen. Okay, 3, 2, 1. Oh, nicht das Ding schon wieder, Leute. Nein. Warum versteht ihr nicht, dass das nicht funktioniert mit Navigation und diesem Teil? Dieses Ding, wir können das nicht. Julia, wir haben hier einen Brief und wir haben so komische... Was ist das denn? Irgendwas, sieht aus wie ein Zelt. Oh nein, das ist ein Anzug. Das ist ein Neoprenanzug. Nein! Scheiße, jetzt habe ich Angst. Nein, ehrlich jetzt? Oh Leute, nee. Wir nehmen jetzt einfach alles mit. Ehrlich jetzt? Ja. Oh. Ja, finde ich gut, kannst du machen. Los! Yeah, cause girls is players too. Yeah, yeah, cause girls is players too. Das ist verarscht, dieses Ding, Julia. Ey, wirklich, hätte ich gewusst, dass wir jetzt schon arbeiten müssen hier. Ne? Kannst du mal die Tür zumachen, mir ist kalt. Hier, nimm mal den Stift. Warum muss ich eigentlich den Stift nehmen? Ja, weil ich lesen möchte.
Also, hey Julia und Joey. Hallo. Viele Grüße aus dem Norden. Wenn ihr das Rätsel nicht löst, heißt es Sätzen 6. Besser als eine 5 wart ihr aber vermutlich eh nie. Naja. Jetzt werden sie aber langsam aufmüpfig hier. Also Entschuldigung, ich meine, wir kennen uns jetzt zwar ein bisschen, ne? Aber übertreiben brauchen wir jetzt hier auch nicht. Jetzt kriegen wir das Ding wieder. Ja, jetzt damit auch noch kann man frech auch nur werden. Eine 5 schreiben mit dem Scheißding. Da hast du mich gerade gesäbelt schon wieder. Entschuldigung. Das ist jetzt erst die dritte Folge und ihr habt schon 5000 Mal geflucht. Eins kann ich euch sagen, so geht das nicht weiter. Doch, aber wir lassen jetzt mal 5 gerade sein und 6 ungerade ist das verwirrend. Doch jetzt schaut nach Osten, ihr Nullen. Am zweiten Tag des zweiten Morgens werdet ihr null Peil haben, wohin ihr gehen müsst. Oder war es ein anderer Tag? Vielleicht haben wir das durcheinander gebracht. Eine Woche hat ja ganze 7 Tage, ach du grüne Neune. Jetzt zieht eure 7 Meilenstiefel an, eure 4 Füße und macht euch auf den Weg. Ihr werdet noch viele eisige Schritte vor euch haben. Wir müssen einfach alle Zahlen hintereinander schreiben, dann okay. Haben wir das Ergebnis. Ich unterstreiche mal eben das alle. Geht hier 6, safe darum. 5, 3, 5, ja, 5, genau. 6, 7, 4. Okay, müssen wir jetzt eigentlich nur ja, da oben guck mal, reintragen. Hier ist auch grad, okay, ja, das hier sind Buchstaben wahrscheinlich. Hier westlich, Breite, ah. Länge, Breite, Länge, Breite. Du bist einfach so schlau. Ja. Nicht LB. Stimmt. Norden und Osten. Hier, guck oh, mal, viele Grüße so aus dem Norden. Jetzt schaut nach Osten. Okay, hast du die Koordinaten eingegeben? Ich habe die Koordinaten eingegeben, ja. Okay, ja. So. Ja, lass einfach erstmal geradeaus fahren. Can you just... Drive straight. Scheiße, ist das gefrorener See? Sorry, I can't drive anymore now. You have to walk. Okay, thank you. Walk over the lake? Yes, on the ice road. On the ice road. kann jetzt schon nicht mehr. Okay. Ja, raus mit ja, dir. Los. Ab auf die ice road. Ach du Scheiße. Los! Guck mal. Das ist Eis, ey. Wie dunkel. Hä, wie gruselig. Oh mein Gott, Julia, aber wenn wir Glück haben, sehen wir einen Fisch. Was? Als ob hier Fische sind. Doch, schon, ne? Guck mal, was für ein großer See. Wenn es hier keine Fische gibt, fress ich einen Besen. Auch wieder. Aber dieses Eis ich wahrscheinlich so dick. Ich sehe gar nicht, wie groß dieser See ist, glaube ich. Ja. Hey guys, come over here. Oha, guck mal, der gehört zu uns. Hello. Yeah, welcome to Luleå. Thank and you. The Luleå Ice Roads. Are you fishing? Yeah, I'm fishing. For real? Yeah, absolutely. How thick is the ice here? Right now it's a bit more than 70 centimeters. We have to fish today? Not today. Okay. So let me tell you something about the ice roads here in Luleå. It's quite unique actually. We have kilometer after kilometer on the ice here. See the tractor over there? It's clearing, clearing the road from the snow. And then you can skate here, you can walk here, take your dogs for a walk or something like that. And in summer, this is a lake to go swimming? Yeah, this is like a bit of the ocean. So this is actually the Baltic Sea? Yeah. Oh, wow. Yeah. But what would happen if the ice breaks? Well, maybe you will find that out today. Follow me. Let's go over here. Als erstens hat er mir zu gute Laune, zweitens vertraue ich dem nicht, Julia. Er hat gerade gesagt, dass wir vielleicht rausfinden, was passiert, wenn das Eis bricht. Ja, genau. Ich schrei gleich. Bring your equipment and come after me. Oh Mann, ey. Und dann auch diese Kiste. Ich kann nicht mehr. Ich habe Angst. Ich will kein Fisch werden. Whenever you see frozen water, you have to think about what you're doing. The local guys here and me personally, we always check the ice before we walk out on it. We measure the thickness of the ice to make sure it's thick enough. So I will advise everyone who's watching this, never go out on frozen water unless you have measured the ice first, so you know that it's safe. What's that then? Ich kann gar nichts damit anfangen, Julia. Kleine Tannenbäumchen. Haben wir Weihnachtschallenge oder was? So. Ein paar Bäumchen pflanzen hier oder was? Welcome to your challenge, guys. What you need to know here is, the further you go, the thinner the ice. Here I have the rules for you. Je weiter wir laufen, je dünner wird das Eis.
Frozen Lake, die Regeln. Julia und Joey, nachdem ihr bei der Highlining Challenge und am Excalibur-Kletterturm euch in gewaltigen Höhen gegeneinander beweisen musstet, geht es heute für euch nun bis unter den Nullpunkt. Boah. Und damit meinen wir nicht nur die Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts, sondern auch den Untergrund, auf dem ihr euch bewegen müsst. Denn jetzt wird das Eis für euch immer dünner. Es ist so kacke von euch. So, also für mich ist jetzt schon so kalt. Mit jedem Schritt, den ihr hier vorwärts geht, wird die Eisdecke immer dünner. Geht ihr zu weit, brecht ihr ins Eis der Lulea Ice Road. Ich kann das nicht. Das ist doch sowas von fies. Für euch beide gibt es jetzt jeweils zwei Strecken mit markierten Feldern auf dem Eis. Ihr erhaltet beide einen Gürtel, in welchem sich viele kleine Holzstäbe befinden. In jeder Runde zieht ihr den nächsten Holzstab aus dem Gürtel. Dort findet ihr interessante Fragen und Aussagen über den jeweils anderen, die ihr korrekt einschätzen müsst. Cool. Diese Fragen und Aussagen habt ihr im Vorfeld für euch selbst bereits beantwortet. Scheiße, ey. Ich weiß gar nicht mehr, was das für Fragen waren, die ich beantwortet habe. Ich weiß nur noch, dass ich von manchen Fragen ein bisschen verstört war, Leute. Achtung, liegt ihr mit eurer Antwort falsch, müsst ihr ein Feld auf eurer Strecke nach vorne gehen und lauft Gefahr, bei jeder falschen Antwort ins Eis einzubrechen. Oh mein Gott, ich werde alleine, weil ich aufgeregt bin, die ganze Zeit das Falsche sagen. Ich bin jetzt schon sicher. Zieht ihr einen Hot Take mit roter Markierung? Zählt diese Frage doppelt, liegt ihr hier falsch, müsst ihr zwei Felder nach vorne gehen und verdoppelt euer Risiko, das Spiel zu verlieren. Boah, ist das asozial. Der Verlierer der letzten Challenge muss beginnen. Ey! Ja, finde ich gut. Das ist so gemein. Okay, Leute, lasst uns mal ein Momentchen für uns, ja? Das müsst ihr nicht so angucken. Ich werde das nicht hier umziehen, das sage ich euch. Das ist wirklich bis jetzt das, wo ich am meisten Schiss vor habe, weil das am unangenehmsten sein wird, glaube ich. Ich finde die Challenge echt heftig. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss, in dieses Wasser reinzustürzen. Meine Füße sind chronisch kalt, auch jetzt gerade. Von daher wird nicht besser, wenn ich in dieses Wasser knalle. Also, es steht gerade 1:1. 1:2 für Joey lasse ich auf jeden Fall nicht zu. Das kann ich nicht, das möchte ich nicht. Und deswegen werde ich um Biegen und Brechen heute gewinnen. Es kommt ja hier darauf an, wer den anderen besser kennt. Und ich habe das Gefühl, dass ich manchmal besser zuhöre. Und das wird mein großer Vorteil sein, Julia. Du wirst schon sehen. Joey, mein Mäuschen, ich habe dich jetzt ein Spiel gewinnen lassen, damit du dich auch mal ausnahmsweise ein bisschen gut fühlst, ne? Aber heute wirst du nass. Start now. Go. Viel Glück an mich selbst. Joey hatte den Großteil seines Lebens Angst davor, vor anderen Leuten nackt zu sein. Richtig. Ja, wir haben es ungefähr vor 4 Podcast-Folgen besprochen. Es ist richtig. Ey, ich habe wirklich so Schiss gehabt. Ich hoffe, die Fragen bleiben so leicht. Julia hatte ihren ersten Kuss mit 12. Haben wir das auch im Podcast besprochen? Weiß ich nicht. Glaube nicht. Richtig. Ich war 13. Boah. Es tut mir so leid. Aber irgendwie auch nicht. Ich gehe zum ersten Tannenbaum, ja? Als ich den ersten Schritt zum ersten Tannenbaum gehen musste, dann ging mir richtig die Pumpe. Joey lieber aus Versehen an seine Mutter oder seinen Vater einen Dirty Text schicken. Oh, das ist so fies. An seine Mutter. Sorry, Julia, es ist mein Papa, dem ich die schicken würde. Du verarscht mich. Ja, nee. Hä, ehrlich jetzt? Ich weiß nicht. Nee, weil man nur... Nein, nee. Hä, was denn nun? Ja, komm nach vorne, du hast verloren. Du würdest lieber dein... Der lügt mich doch an. Das ist Sabotage hier. Ich glaub dir das nicht. Darüber reden wir nachher nochmal. So, du bist dran. Ach ja, ich bin ja dran. Ja. In der Schule musste Julia so stark niesen, dass ihre Rotze auf ihrem Vordermann gelandet ist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kenne die Story zwar nicht, aber ich sage mal ja. Nein. Scheiße. Ja. Aber als ob das jetzt da vorne schon einbricht. Ja, geh du mal. Geh du mal deinen Schritt. Ja. Seit dem zweiten Punkt war ich eigentlich die ganze Zeit unter Adrenalin. Joey konnte früher einen Rückwärtssalto aus dem Stand.
Du warst voll das dicke Kind, niemals! Oha! Das hast du immer gesagt! Fettshaming hier! Ach du Scheiße! Mit dir bin ich befreundet! Ich weiß es doch nicht, du hast das immer gesagt! Du weißt schon, dass ich früher auch im Turnverein war als Kind. Ja, aber du konntest es trotzdem nicht. Du bist so scheiße, Julia. Julia hat schon mal eine Anzeige wegen Waffenbesitzes bekommen. Hä, nein, ist falsch. Ist richtig. Hä? Ja. Wegen Pfefferspray oder was? Ja, ich glaube, das habe ich dir sogar oh schon. Oh mein Gott, das hast du dir gesagt. Ich habe ein ganzes YouTube-Video gemacht mal. Ja, ach, du weil ich Pfefferspray noch in meinem Handgepäck hatte und das Pfefferspray war aber nicht in der EU zugelassen und ich wusste das nicht und dann war das eine Waffe. Und da hattest du eine Anzeige? Ja, aber ich war 17, deswegen wurde es fallen gelassen. Okay, aber ich muss nur eins vor. Ja, immerhin. Trotzdem musst du vor. Julia, ich glaube, ich werde jetzt einstürzen. Ich gehe jetzt. Kamerateam, macht euch ready. Ich werde jetzt einstürzen. Ich kriege gerade Gänsehaut und nicht, weil mir kalt ist. Wäre Joey lieber mit einem Swinger oder einem Nudisten zusammen? Swinger. Nee, ich würde lieber mit einem Nudisten zusammen sein. Ehrlich jetzt? Tja, und schon sind wir wieder viel closer, ha? Ja, du bist immer noch vor mir. Jetzt beantworte mal die nächste Frage das schön. Das mache ich. Würde Julia lieber all ihr Geld oder alle ihre Freunde verlieren? Na, die ist schon ganz schön geldsüchtig, würde ich behaupten. Kleine Abgehobene. Aber ich glaube, sie würde lieber all ihr Geld verlieren. Falsch. Spaß. Ja, richtig. Ja. Ah. Leute. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Ach so. Ich hab das falsch verstanden. Joey mag es eher, der vordere Löffel zu sein. Ich hab's falsch verstanden. Ich frag mich, was du da verstanden hast, Julia. Bro, what are you talking about, man? Oh, scheiße, ich weiß das. Ja oder nein, Julia? Beantworte die Frage. Ja. Falsch. Ah! Komm vor jetzt! Vielleicht ist es jetzt soweit. So schnell sieht man sich wieder. Oh nee, ich will Julia, das nicht. Ich geh hier vor. Oh Mann, ich hatte so einen guten Vorsprung. Okay. So eine Assi-Kuh. Julias Vater saß mal eine Woche in Untersuchungshaft. Woher soll ich das wissen? Ich sage nein. Nee. Geil. Natürlich nicht. Ja, nicht dein Papa. Mein Papi doch nicht. Dein Papa ist ein Engel. Würde Joey lieber ein Masturbationsvideo von sich im Internet finden oder eins an seine Eltern schicken? Das ist wieder so fies jetzt, weil im Internet könnten sie es ja auch sehen. Ich sage im Internet finden. Das ist dumm. Ist es falsch. Hottech-Fragen waren absoluter Endgegner. Weil man wusste, okay, wenn ich das jetzt verkacke, dann ist das gleich aus. Das war ein Hottech! Oh yeah! Mann. Komm, Julia, lauf da noch ein Stück! Joey, ich werde dir gleich so ins Gesicht boxen, wirklich. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Okay, alles gut. Ich stehe. Oh, scheiße, ey. Würde Julia eher ihren Ex oder eine völlig fremde Person küssen? Ja, natürlich eine völlig fremde Person. Nein, Mann. Natürlich meinen Ex. Hä, aber eine völlig fremde Person ist kann ja jeder eklig. Sein. Ist doch voll eklig. Eine völlig fremde Person kann ja auch der 70-jährige Helmut sein. Ja, aber nach deinem Ex, wenn du jemanden neuen kennenlernst, dann küsst du ja auch eine völlig fremde Person. Nein, erst wenn ich die Person kennengelernt habe. Ja, okay, also. War das ein Hot Take? Das ist ein Quatsch. Das ist eine Quatschfrage. Hä, und eine das Quatschantwort. Ist totaler Quatsch. Hä, natürlich küsst man doch lieber danach, nach dem Ex, jemand anderen als den Ex. Aber doch nicht eine völlig fremde Person. Also, du bist auf jeden Fall ein bisschen crazy. Ey, Leute, sorry, könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber euren Ex oder eine völlig fremde Person küssen würdet? Ja, aber das guck mal, wie viele fremde Personen es gibt. Du kannst dir eine schöne Mäuschen. Aussuchen. Komm her jetzt. War ein Hottake, hä? Ja, natürlich hast du ein Hottake. Ja, dann komm mal zu mir, Mäuschen. Ich weiß, dass ich jetzt gleich einstürzen werde. Guck mal, der läuft mir schon hinterher hier mit dem Seil. Der weiß schon ganz genau, was jetzt stattfindet hier. Komm jetzt, mir ist kalt. Oh Gott, tschüss. Es war schön. Scheiße, ey. Ach komm, ich mach das jetzt einfach. Kurz und schmerzlos. Ah!
Joey hat am 22.03.1995 Geburtstag. Richtig. Das ist doch so asozial. Warum denn so eine leichte... Wenn ich jetzt nicht auch gleich ihr Geburtsdatum sagen muss, bin ich sauer. Ja, ist richtig, komm. Ach nee, du musst ja nicht vor. Ich hatte gerade kurz Angst, dass es der 21. ist. Julia hat im Unterkiefer nur 3 Schneidezähne. Richtig. Ja. Oh! Na, da wäre ich jetzt aber auch sauer gewesen. Würde Joey eher Krieg oder Hunger auf der Welt beenden? Boah. Hunger. Nee, ich würde Krieg beenden, weil durch Krieg auch ganz viel Hunger entsteht. Ach, und hat doch deine Fresse jetzt, ehrlich? Ja, dachte ich mir so. Komm, geh vor. Ich kann das nicht. Oh mein Gott. Oh Gott, ey, wirklich, ey. Leute, das ist so gemein. Das ist so ein Nervenkitzel. Das ist so gemein, ehrlich. Ich möchte nicht einstürzen. Oh Gott, ich glaube, es knackt. Stürze ich ein. Alles gut. Ich lebe noch, aber ich glaube nicht mehr lange. Julia hat schon mal mit einer Person im Club rumgemacht. Das bedeutet jetzt aber nicht wieder eine fremde Person, okay? Sondern irgendeine, doch, richtig? Doch, eine fremde. Also jetzt nicht mein Freund. Ja, du hast schon mal mit einer Person im Club rumgemacht, die nicht dein Freund zu diesem Zeitpunkt war. Und das weiß ich ganz genau, Julia. Das weiß ich ganz genau. So, und jetzt kommt ein Hot-Take, glaube ich. Jetzt geht's gleich mal 2 nach vorne, meine Gute. Würde Joey eher eine Zahnbürste oder ein Taschentuch mit seinem Partner teilen? Ich glaube, du würdest beides mit deinem Partner teilen. Taschentuch kannst du ja auch an einer anderen Stelle benutzen. Ach so, meinst du? Ja, okay. War das jetzt Manipulation? Ich dachte jetzt so, ob wir uns zusammen damit einen Arsch abwischen oder so. Aber so, der eine kann ja an die eine Ecke und der andere an die andere Ecke. Oder ist die Schnodder von dem anderen schon da? Nee, ich hab Schnodder und dann auch Naseputzen gedacht. Und dann ist die Schnodder von dem anderen schon da? Richtig. Ja, dann Zahnbürste. Falsch! Hä? Ich benutze so oft das gleiche Taschentuch mit Wolfgang. Ist mir voll egal. Julia, ich glaube, du hast verloren. Leute, soll ich? Ja, komm her! Wusste, okay, ich muss jetzt mit nichts Schlimmem mehr rechnen. Und dann bin ich ja sogar noch selber reingesprungen. Und da war es aber gar nicht schlimm, weil ich wusste, ich habe es selbst in der Hand. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ist das crazy! Lass mal zueinander kommen! Du bist so ein Arschloch! Ey, hast du sowas von verdient? Hab ich überhaupt nicht verdient! Aber das ist wirklich cool. Ich hab dich gefragt! Ja, er hat mich manipuliert und verarscht! Vielleicht knabbert gerade ein Fisch an uns. Oh, nee. Weißt du, wer jetzt einen neuen Punkt hat? Joey, weißt du was? Weißt du, wer jetzt führt? Jetzt ist der Kampf eröffnet. Ach, jetzt ich erst? Ich finde das nicht mehr lustig. Ich schon. Ich mach das nicht mehr mit. Ich freue mich so unendlich, und weil ich niemals gedacht hätte, und dass ich hier gewinne. Es ist so toll. Schöner Tag für mich heute. Es ist einfach geil. Ich gerade so gerne döppen, ist einfach unfair. Es ist okay, ich kenne sie nicht anders. Julia ist immer sehr ehrgeizig. Julia ist schon immer eine schlechte Verliererin gewesen, von daher bin ich gewohnt. Ich werde ab jetzt alles gewinnen. Und manipulieren, wie ich nur kann. Jetzt mach ich hier nicht mehr mit. Joey führt jetzt 2-1. Es ist so wichtig, dass ich jetzt nachziehe. Für mein Ego und um es ihm einfach heimzuzahlen. Na Leute, das war mal wieder eine Tortur. Falls ihr unsere anderen Torturen bisher verpasst habt, dann schaut hier auf jeden Fall noch vorbei. Da ist unsere letzte Folge Julia vs. Joey verlinkt. Ja, das war auch nicht so schön. Und ich würde sagen, es wird Zeit, nach Hause zu gehen, oder? Ja, definitiv. Ich brauche Pause von dir. Ich bin nämlich sauer. Ist da jemand eine schlechte Verliererin? Nein, ich wäre nur lieber eine faire Verliererin. Tschüss! Ich habe gewonnen übrigens.